Ja, stimmt. Nachdem ich geweint habe wegen dieser Sache mit Urteilen und so, sind meine Eltern reingestürzt, haben mich nicht terrorisiert, aber die haben mich halt angeschrien und so, und die machen das fast jeden Tag. Und ich sag ja, man kann ja nicht so sagen, weißt du, was ich meine? Man kann jetzt nicht sagen, okay, du hattest Zeit und so, weil man weiß es einfach nicht. Man kennt ja die Sachen ja nicht, was hinter der Kulissen so alles passiert, weißt du, was ich meine? Und wenn man, und, scheiße, also ich meine, na Also, toll. haben deine Eltern dich jetzt angemeckert, weil du geweint hast, oder wie? Allgemein, die machen immer so, die machen immer Terror daraus. Warum denn? Ich weiß es nicht, das ist deren Charakter so, ich weiß es nicht. Kann es Die sein, können dass mich ja auch nicht, die können mich ja auch nicht akzeptieren, dass ich überhaupt bisexuell bin, weißt du, davon kommt es halt auch. kann es dann aber sein, dass das der Auslöser ist, dass du irgendwann gesagt hast, komm, ich verändere mich jetzt, ich bin bisexuell, und kann es sein, dass deine Eltern dann irgendwie angefangen haben, diese. Ne, die war schon von Anfang an so. Ich weiß auch nicht warum. Es war schon von Also Anfang an so. willst du mir sagen, Also, seitdem du klein bist, sind deine Eltern irgendwie gegen dich, oder wie? genau, ja. Weil früher war das immer so, ich hatte kurze Haare, musste immer so schwarze Dinge tragen, so, kein Plan, Lederjacken oder kein Plan, so ekelhafte Sachen, was ich gar nicht mag, sage ich mal so für mich. Und sobald ich, egal worum es geht, aber auch wenn es ums Cupcake geht oder so, angenommen, so etwas Roses oder, wie sagt man das, glitzerhaftige Sachen, ich weiß es nicht, so etwas Mehl, so ein kleines Stück, die ich davon genommen habe, nur weil ich mich darüber interessiere. Meine Eltern haben direkt das aus meiner Hand genommen und haben mich direkt angemeckert. Haben gesagt, bist du ein Mädchen und so, bist du eine Transe, so, weißt du, was ich meine, bist du eine kleine Schwuchtel, so, du bist ein Mann, bleib dir ein Mann. Und nur wegen klitzekleine Sachen. Angenommen mal diese Dings da. Stell mal vor, das wäre pink. Und ich hätte mir das genommen, weil ich es mag. Oder wegen Geschmack, kein Plan. Oder Cherry Mary, kein Plan. Direkt nein, direkt so. Nur, das ist doch gar nichts, Digga. Das ist doch nur Cola. Stell mal vor, das wäre pink. Also, Das, die sind alles dagegen. Checks, was ich meine. Deswegen. wenn deine Eltern früher schon wegen so Kleinigkeiten so pingelig waren, wie gehen die denn heute damit um? Du hast dich ja, sage ich mal, Ja, komplett um die 360 Grad Akte. ja geändert. Also, du bist ja jetzt komplett eine andere Schiene, lange Haare, dies, das, kleidest dich wie eine Frau. Was sagen die denn jetzt damit um? Ja, die Sache ist ja, ich bin ja auch jetzt schon über 18 geworden, bin ja schon erwachsen, deswegen mischen sich meine Eltern ja nicht mehr ein. Aha. Ansonsten hatte mein Vater mal gesagt, wenn du natürlich noch nicht 18 wärst, würde ich aus deinem Leben Hölle machen oder so, hat er gesagt. Und selbst das hat mich sehr, sehr schockiert. Ich meine, der ist immer noch gegen mich. Und stell mal Also, vor, was. ich sag dir ehrlich, meine Meinung, meine Einstellung zu diesem Thema, guck mal, kein Vater, vor allem ausländischer Vater, wünscht sich sowas, dass sein Sohn diese Schiene geht. Ne? So, ist einfach so, ist ein Fakt. So, man will nicht, dass sein Sohn irgendwie mit anderen Männern was macht. Man hat immer Angst vor sowas, man kann sich sowas nicht aussuchen, ne? Das ist die Entscheidung vom Sohn, ne, man kann sowas nicht kontrollieren. Ich als Mann, als türkischer Mann, kann einen Vater verstehen, der voll dagegen ist. Allerdings muss man, gibt es gewisse Grenzen, die man tolerieren muss. Man muss sein eigenes Kind, ne, akzeptieren, so wie es ist. Wiederum gibt es Grenzen, wo man einfach in diesen Mensch immer wieder hineinreden muss, wo man wirklich also hart rangehen muss, wie es der Vater von klein auf getan hat. Ey, was soll das? Bist du so, so, so? Warum hast du Glitzer, dies und jenes so? Es ist schwierig, mit dem Thema umzugehen. Sehr viele in Deutschland würden sagen, ey, leb dein Leben, das ist deine Entscheidung. Wir Ausländer, wir sehen die Sache anders. Aber ich sage dir ehrlich, ich sage nur, als türkischer Mann, ich kann deinen Vater verstehen. So. Weil nie, Seko, zum Beispiel du, würdest du, wenn dein Sohn jetzt 18 ist, würdest du wollen, dass er mit anderen Männern was macht und sich so kleidet? Ja oder nein? Klipp und klar, ganz kurz. Na, also logischerweise nein eigentlich. Du doch bestimmt auch nicht, oder? So, natürlich nicht, weißt du? Davor hat jeder Mann Angst. Letztendlich ist es dein Leben, ist deine Entscheidung. Das sind deine eigenen Sünden, die du mit dir trägst. Hat nichts deinen Eltern anzugehen. Ob die hinter dir stehen oder nicht, ist ihre Sache. Ja, ist ein schwieriges Thema, ne? Das Einzige, was ich dir mit auf den Rat geben kann, ist, du bist volljährig, sobald du Arbeit hast oder melde dich beim Amt, sag, du hast Probleme, zieh aus, eigene Wohnung, lebe dein Leben. Wenn deine Eltern nicht zu dir stehen, dann ist es halt so. So, ne? Ich wünsche ja auch ja niemandem, das schwul sein oder so. Das ist ja genetisch angeboren. Ich kann ja nichts dazu. Weißt Das du, was ich heißt, meine? Biologisch ist es in jedem Geschlecht vorzukommen. Das Mensch ist Mensch, sag ich ehrlich. Das hast du versucht, mit Frauen was zu machen und hast du dann gemerkt, es klappt habe nicht? ich. Ja, ich hatte nur Frauen in meiner Welt. Also bisher.
Also du hast es wirklich versucht, intim zu werden, aber... Ja, ich hatte 3 Jahre lang Beziehung mit einer Frau, ja. Hatte mal. Das ist krass. Aber du sagst ja auch, Drama, in dein, also du hast mir mal gesagt gehabt, dass du trotzdem eine Frau heiraten wirst, weißt du? Ja. Echt? Ja. Okay, krass. Wie kommt's? Weil ich ja alleine aufgewachsen bin und ich unbedingt jemanden brauche, der auch wirklich Rat und Tat hinter mir steht. Beziehungsweise, wie sagt man das? Ich will halt nicht alleine aufwachsen. Ich will ja nicht das, meinen Rest meines Lebens alleine verbringen. Und ich brauche irgendwie... Auf jeden Fall, ja, ich will Vater werden. Das heißt, du willst auf jeden Fall eine Frau heiraten, willst Kinder bekommen. Was ist dann, sage ich mal, mit Queen Drama? Das heißt, Männer sind dann für dich tabu, dann hast du deine Frau, bist treu, denke ich mal. Was ist dann mit deiner Optik? Willst du so weiterleben oder sagst du, danach kommt ein neuer Burak, Queen Drama? Also, es gibt ja Männer, die auch lange Haare haben. Ne? Es kommt ja drauf an, wie ich mich dazu... Lange Haare. Aber es gibt ja auch bisexuelle Frauen. Nein, Queen Drama, wir müssen ja jetzt mal konkret sprechen. Ich meine, so wie du dich anziehst, weißt du ja selber, ne? So wie du dich anziehst, es ist ja schon sehr feminin. Deine Haare, das sind nicht männliche lange Haare, das sind weibliche lange Haare. So, müssen wir mal ehrlich sein. Willst du dann weiterhin so leben, wenn du Kinder hast und eine Frau hast? Willst du genau also so? Natürlich jetzt nicht so krass. Also mit den Haaren, das lasse ich sowieso. Okay. Aber wenn es ums Schminke geht, so. Also, das kann ich ja mal mit ihr abklären. Ansonsten, also, ich ziehe meine Klamotten immer von Männerabteilung. Also, ich habe nie Frauen. Willst du auch schminken, wenn du verheiratet bist, oder wie? Also, an sich. Guck mal, mein Vater mich mal anschauen würde. Nein, natürlich nicht, aber ich würde, ja. Ich sag dir eine Sache, wir leben im 21. Jahrhundert und ich sag dir ehrlich, es gibt mittlerweile Dinge, die normal geworden sind und dazu zählt auch ein bisschen Schminke, wenn du sagst, du willst ein bisschen bräuner im Gesicht sein, wenn du sagst, du brauchst Concealer wegen Augenringen. Mittlerweile, ich kenne selber Jungs, ehrlich, die das machen, ne? Also ich selber nicht, aber ich finde es nicht mal ehrlich, so. Kann man machen. Es gibt Dinge, die kann man tolerieren, es gibt Dinge, die kann man nicht tolerieren. Was ich jetzt sagen würde, ist, ey, leichte Schminke aufgrund Augenringe oder weil man sich zu weiß fühlt, kein Problem. Ja, natürlich, aber dann diese knappen Klamotten und handtaschenmäßig und keine Ahnung, solche Haare. Nein, das mache ich nicht. Das muss ich, wie gesagt, mit ihr abklären. Also, ich muss mich ja irgendwie bei ihr outen, dass ich auch bisexuell bin und so. Und wenn sie halt damit nicht klarkommt, dann ist halt die nicht für mich die Richtige. Weißt du, ich meine, es muss ja eine Richtige sein, die mich auch so akzeptiert, wie ich bin. Das wird auf jeden Fall, sage ich mal, ich sag einfach mal nur so, viel Erfolg auf jeden Fall, ne, bei der Suche. Weil ich meine, du weißt, ist nicht einfach mittlerweile. Mom, aber ihr redet ja so, als ob nur heterosexuelle Frauen hier geben würden. Nein, und nur schwule Männer. Es gibt auch bisexuelle Frauen. Nee, ich red davon einfach, muss man jetzt ehrlich sein, so wie du dich im Internet präsentiert hast, das bleibt ja auch im Internet, weißt du? Ja, aber ich wurde falsch gekannt, ich kann ja nichts für. Ich bin nie im Leben, ich habe so viele Leute getroffen, hier zum Beispiel auch in der Frankfurt oder in der, wie sagt man das, Nachbarstadt oder so, Wenn ich dieses Video nicht so benennen werde, ne, ich wurde falsch gekattet. Dann war ich auch aber nicht ist klar. Das so? Das ist der geilste Satz. Ich hab so viele positive Sachen gesagt, die wurden alle rausgeschnitten. Bei wem denn? Bei wem denn? Ja, über Menschenrechte zum Beispiel. Nein, wer hat dich denn falsch gekartet? Wer? Sky, wer gibt's noch? So viele, ich weiß es nicht. Okay. Also ich sag dir ehrlich, immer wenn ich die Videos gesehen habe, die waren relativ flüssig und ich habe jetzt... Nie ja, so. Das kommt dir nur so vor, weil ist ja, wie sagt man das? Das ist ja so wie ein Geben und Nehmen, Schießerei und so. Natürlich sieht man das dann so, weißt du, ich meine, so normal fließend so. Ja. Aber eigentlich habe ich noch was anderes gesagt und dieser Abschnitt wurde rausgeschnitten. Ich hatte noch etwas anderes gesagt. Zum Beispiel, es gab so ein Video von Nine Sky, da wo es Germany the Top Next Model oder so. Ja. Dann, genau, da kam ich zum Beispiel vor D5. Und da hat Nine Sky zum Beispiel zu mir gesagt, ja, was würdest du jetzt sagen, wenn der D5 gegen dich geschossen hätte oder so, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht gegen den schießen und so. Der sagt so, doch, mach und so, weißt du, was ich meine? Und diese Stelle hat er, was er gesagt hat, rausgeschnitten und mich so krank losgestellt. Genau, und dann hast du geschossen.
Nein, ja eben, ich habe ihm gesagt, ich will nicht schießen. Und danach, D5 hat das ja natürlich nicht mitgekriegt, der sagt so, ey, schieß nicht unnötig und so, weißt du, was ich meine? Sonst schieße ich härter. Danach so, ey, bitte versteh mich nicht falsch, ich habe, der Nimes, der hat das gesagt und so, der war auf einmal so voll still, hat nichts gesagt und so. Im Video sieht man natürlich, dass ich geschossen habe, aber in Wirklichkeit habe ich dem gesagt, ich will nicht schießen und so. Der sagt okay, so, ja okay, doch, mach. Ich sag dir ehrlich so, guck mal, bei der Sache bin ich auf deiner Seite. Sowas ist ekelhaft, sowas kommt vor, dass die YouTuber sowas extra provozieren. Warum? Damit ja. sie viele Klicks machen, ne? Meine ich, ja, jetzt hast du gecheckt. Aber du kannst mir nicht sagen, dass jeder YouTuber und jedes YouTube-Video falsch gecuttet worden ist. Ja, aber wenn die mich ausnutzen, das ist falsch cutten. Nee, was heißt ausnutzen? Okay, angenommen, du hast ja gesagt, dass du seriöse Videos machst. Wenn ich hab jetzt ich bei nicht, dir im Video wäre. Ich habe nicht. Guck mal. Ja, ich habe gesagt, an dem Tag. Du hast doch gesagt, dass du seriöse Videos machst. Nicht seriöse Videos. Also, ich habe gesagt, hey, an doch, dem Tag. Hast du ein Video nein, warte doch. An dem Tag wollte ich ein seriöses Straßenvideo drehen. Ach so, okay. Okay, und weiter? Okay, genau. Ich meinte halt, also ich weiß ja nicht, wie du jetzt bist, aber angenommen, ich wäre jetzt in deinem Video gewesen. Ja. Und da du ja seriöse Videos machst, also hast du ja so gesagt. Ja. Da könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass du mich nicht bloßstellen würdest. Das meinte ich damit. Aber weil die anderen mich damit ausgenutzt haben, kann ich ja nichts für. Die anderen haben einfach ein schlechtes Bild von mir gehabt. Und deswegen werde ich gehatet und deswegen habe ich Hatewelle. Warum hast du aber nicht von Anfang an aufgehört? Ich habe es ja nicht bereut. Ich kann ja nichts dazu. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja von vielen Leuten hängen geblieben, weil ich ja nicht so war wie die. Weißt du, ich sag dir, ich habe Familienprobleme. Einmal aber auch viele ehrlich, Sachen, die ich interessiert habe. Meine Eltern haben das immer alles von mir verbietet. Einmal aber auch jetzt ehrlich sein, hast du aber auch so dann mit der Zeit, ob du falsch gecutzt worden bist oder nicht, hast du einfach so gemerkt, ey, das macht dir Spaß und diese Aufmerksamkeit gefällt dir. Hast du auch deswegen weitergemacht? Kann das sein? Dass du das Ganze wolltest? Guck mal, Aufmerksamkeit, warum ich Aufmerksamkeit wollte, war nicht bestimmt, weil ich Fame sein wollte, sondern ich wollte einfach nur Aufmerksamkeit, weil ich meine emotionale Geschichte erzählen wollte. Und alles, damit alles. Einfach nur, also wovon ich bezwecken wollte, ist einfach, ich will Freunde haben. Weißt du, ich bin allein groß geworden und bin allein aufgewachsen. Und viele andere da draußen unterschätzen mich, weil die mich nicht kennen. Die sehen ja, ich bin allein unterwegs. Drama? Was hättest du gemacht, wenn Gips nicht da wäre? Dann hättest du dich ja gar nicht also geoutet, weißt du, hast du selber gesagt. Ja, oh mein Gott, wenn Gips nicht da wäre, wäre ich jetzt wirklich sehr, 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 wie sagt also, man das, lost. Also ganz kurz, ich willst du damit weg, sagen, weil, also, so wie, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du einfach zu wenig Aufmerksamkeit vielleicht von deinen Eltern, von deiner Familie bekommen hast und wenig Freunde hast, hast du diese Aufmerksamkeit draußen gesucht? Ja. In den Videos, bei den ganzen Leuten genau. da. Aber das nicht im schlechten Sinne. Nicht, dass ich durch Schießerei oder durch... Ich sag dir ehrlich, ich kann dich verstehen auf einer Seite. So, es macht Spaß. Ich als YouTuber selber, wenn ich auf die Straße gehe und Videos drehe, es macht mir mega Spaß, mit Leuten zu reden und Videos zu drehen. Das ist mein Job. Also mein Hobby wurde zum Job. Und es gibt Leute, die danach die einmal gedreht haben und beim zweiten Mal wieder schreiben, ey, kann ich wieder mitmachen, hat voll Spaß gemacht. Weil die feiern das einfach voll, wenn die sich im Fernsehen sehen. Sagen wir mal Sonntag 20 Uhr, du siehst dich auf YouTube, dich selber, du feierst das voll so. Aber ja, dann wiederum die Sache, falsch gecuttet zu werden und dass man dann in ein schlechtes Licht gerückt wird, sage ich mal, in ein Bild gerückt wird. Ja. Weil viele Leute, wie gesagt, die ich jetzt treffe zum Beispiel, sagen auf mir, ich finde dich viel sympathischer als in den Videos. Weißt du, was ich meine? Das ist genau das Ding, was ich mit Cutten meine. Weil ich habe viele positive Sachen gesagt und nur weil diese Menschen zuerst anfangen, gegen mich zu schießen und ich dann derjenige bin, der immer sagt, ein Geben und Nehmen, der dann als zweites schießt, weißt du, was ich meine? Und die cutten das danach so, dass ich dann derjenige bin, der zuerst schießt. Und ja, das verstehen die dann falsch. Aber wenn die anderen schießen, das tolerieren die. Das sagen die, oh, guck mal, Ehrenmann und so. Aber bei mir sagen die das nie so. Weißt du warum? Deswegen. Ja. Ich sagen warum? Weil leider sehr, sehr viele, sage ich mal, untergebildete Menschen in Frankfurt leben, weil sowas wie du wird in Frankfurt nicht toleriert. Kannst vergessen. Und wenn Männer auf dich dann schießen, sei es Männer oder Frauen, dann werden die mal als Kings abgestempelt und du bist, sage ich mal, das schwarze Schaf. Du bist das Opfer. Ja. Dich kann man nicht tolerieren, ist ein Fakt. In Frankfurt wird sowas wie du nicht toleriert, vor allem nicht bei den ganzen Kennex, die da sind wirklich sehr, sehr viele untergebildet, muss man leider so sagen.
Und wenn die dich dann beleidigen und dich irgendwie dissen aufgrund, sage ich mal zum Beispiel, die sagen ja Transformers, dies und das, die haben sich ja viele lustig gemacht. Ja. Dann stehen die als King da, als Ehrenmann und du als Opfer. Ist halt so. Ja. Kann man nichts ist machen. Mein Rat an dich, mit den ganzen Straßenvideos aufhören. Von mir aus nur, mach hier weiter, diskutiert mit den Leuten so, aber ich würde mit den Videos draußen aufhören. Oder vielleicht umsteigen auf was anderes. Ne? Ich habe ja auch schon Pause gemacht, bin mache ja auch nicht mehr. Ich mache nur noch bei meinem eigenen Kanal mit. Oder beziehungsweise ich mache ja nur bei den Leuten mit, die wirklich auch sehr, sehr korrekt sind und die mich nicht bloßstellen. Aber okay, ansonsten mache ich bei niemandem mit. Okay, ich bin ja, du meintest ja, ich bin nicht korrekt. Bin ich jetzt immer noch nicht korrekt oder wie ist deine Einstellung? Nein, ich hatte nie was gegen dich. Nie. Ja. Guck mal, ich mag deine Videos. Ich lache auch darüber. Bis du auf meine deutsche Sprache gekommen bist, da war schon bei mir Spaß vorbei. Das hat mich aufgeregt. Ja. Ansonsten mag ich dich. Schau mal, ich sag ehrlich, ich mag dich wirklich. Ich habe nie was gegen dich gehabt. Nur mich hat es gerade gestört wegen dieser deutschen Sprache. Weißt du, ich kann dazu nichts. Ja. Und mir tut es von Herzen leid, wenn du die Sache mit Mutter sehr, sehr falsch verstanden hast. Weil ich habe ja nicht beleidigt oder so. Ich habe ja nur versucht, dir Empathie zu geben. Also damit du weißt, wie sich das anfühlt, wenn jemand gemobbt wird. Weißt du, was ich meine? Und ich wollte einfach nur, dass du das fühlst. Ich weiß, was du meinst, aber das war der falsche Weg. Du, aber es auch ja, aber wie soll ich denn anders erreichen? Aber wie soll ich denn anders dir erklären, aber du hast mich damit auch nicht erreichen können, sag ich mal so. Das war jetzt kein richtiger Weg. Aber ist auch egal. Ich weiß, was du meintest. Ist auch verziehen. Wir sind alles so Menschen. Wir machen Fehler. Ist gar kein Problem. Wie gesagt, meinen Rat hast du. Wir haben uns ausgesprochen. Das ist das Wichtigste. Wallah, ich bin auch am Ölen. Ich kann nicht mehr. Ich muss raus aus diesem Studio. In dem Sinne, Sekua, hast du Abschlussworte? Hast du, Maschallah, wieder sehr viel geredet? Ein kleiner Double-Time zum Schluss. Das Ding ist, Bruder, guck mal, jetzt siehst du, warum ich nicht viel reden kann. Bruder, wenn zwei Leute diskutieren, kann ich nicht reinsprechen. Ja, ja. Also, Freunde, also wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, Freunde, checkt das Video ab von Drama, checkt Drama auf YouTube ab, Freunde, checkt Jabe auf YouTube ab, Freunde. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wollt ihr auch was sagen, Jungs? So, in dem Sinne auch, ne, an meine Leute, haut rein. Viel Spaß mit dem Video, Queen Drama. Pass auf, ich auf. Vielleicht sehen wir uns bald in Frankfurt. Haut rein, ciao, ciao.